Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück bei Geralt. Wir stehen vor der Hütte von Abigail. Es ist 9.30 Uhr. Wir haben dort die Nacht verbracht, haben ein bisschen Tränke gemixt, die wir nicht einstecken konnten, aber das habe ich inzwischen gelöst. Also wir können sie erstmal mitnehmen. Ich bin doch noch nicht zum Wirtshaus ohne euch gelaufen, weil ich glaube, es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn ihr seht, was ich einlagere und was ich mitnehme. Da gibt es nämlich tatsächlich einiges, was wir jetzt nicht die ganze Zeit mitschleppen müssen. Außerdem müsste eigentlich Leuwarden ja immer noch da sein. Und dem können wir auch noch zumindest einen Ring verkaufen. Also es gibt tatsächlich einiges, was wir loswerden können, was jetzt nicht so dringend ist. So. Ja, ich glaube, Leuwarden war das, dem man den Schmuck verkaufen konnte. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wir versuchen es. So, er sitzt da. Gott sei Dank noch. Sultan ebenso. Bei Sultan gab es übrigens noch eine Gesprächsoption, die wir noch nicht gewählt haben. Das gucke ich mir nochmal an. Genau das hier. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Vielleicht folgt daraus was. Eigentlich will ich jetzt gar nicht spielen. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Okay, das könnte sein, dass das so ein Beginn so einer Questreihe ist. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Tatsächlich, Würfel Poker Anfänger. Wenn ich ernstzunehmender Pokerspieler sein will, sollte ich gegen... Wir gucken uns das nochmal an. Gegen wen spielen? Sollte ich gegen wenigstens 3 Gegner siegen? Ich weiß, dass Odo, Haran und Mikul Poker spielen. Ja, okay. Mikul steht aber am Tor, ne? Zumindest tagsüber. Vielleicht nachts nicht. Ich weiß es nicht. Odo und Haran. Odo können wir noch besuchen. Haran auch. Da wollte ich sowieso noch mal hin. Aus einem anderen Grund, den ich noch erläutern muss. Na gut. Okay, dann beschäftigen wir uns auch damit. Jetzt hier erstmal der Versuch, noch was zu verkaufen. Nee, erstmal noch nicht. Aber, genau, ich kann ja Ringe verkaufen. Ich denke, wollte ich von jeweils einem aufbewahren? Nee, ne? Ich bewahre uns mal nur einen Ring auf. Bernsteinring wird verkauft. Der Silberring wird verkauft. Das ist in Ordnung. So, Saphir können wir als Geschenk behalten. Aber genau das zum Beispiel könnte man auch einlagern. Das reicht erstmal. Dann gehen wir jetzt mal zum Wirt und werden einlagern. Was kann ich für euch tun? So, gucken wir mal. Also, ich denke unsere... Wir sortieren das nochmal neu. Ich denke unsere Tränke, die sind gesetzt. Diamantstaub auch. Öle und so weiter auch. Verdammt, wir haben ja... Warte mal, wir haben ja noch Bücher. Da sollte ich auch nochmal gucken, was hier möglich ist. Ist der Antiquar in der Nähe? Ja. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händler... Und zwar, schaut mal, wir können die Höllenhund-Seele-Schriftrolle verkaufen und Grundlagen der Alchemie. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. So, wir haben so viel Geld, ob wir nicht mal eins dieser Story-Bücher kaufen. Ich muss einfach nochmal checken. Alles andere haben wir, glaube ich, jetzt echt gekauft, ne? Was hier nötig ist. Naja, das ist uns alles bekannt. Ja gut, die Formel für Bombe. Ich weiß nicht, ob diese Bomben gut sind. die müsste man eigentlich mal ausprobieren, um das einschätzen zu können. Passt für mich auch nicht so richtig zu Geralt. Ich meinte aber, testen könnte man es schon nochmal. Aber ich würde sagen, ehe wir eine Formel kaufen, sollten wir die Bombe einfach mal so kaufen und ausprobieren. Wir werden mal
sowas hier mal nehmen und zu einer ruhigen Stunde uns dieses Buch hier mal vornehmen. Geschichte der Welt werden wir mal kaufen und Geschichte der Neuzeit. Gibt es noch irgendein historisches Buch über Hexer, Märchen und Geschichten, Sphärenkonjunktion? Nö, das würde ich sagen, reicht erstmal. Aber jetzt schleppen wir das natürlich auch wieder mit uns rum. Das war ja clever gemacht. Egal. Was kann ich für euch tun? Passt schon. So, was will ich jetzt loswerden? Ich denke, weil wir noch keine Bomben bauen, können wir Salpeter hier mal einlagern. Das ist kein Problem. Und Schwarzpulver. So, wird komisch sortiert. Das Fett behalten wir. Wir haben jetzt diverse Sorten von Bier und Wein. Ausdauersachen wie Ziegenmilch. Der Alkohol muss eigentlich bleiben. Das ganze Essen ist ein bisschen viel. Aber was ich, glaube ich, hier hin tun kann, sind die Geschenke. Weil wir werden schon... Also wir, wenn wir jemanden treffen, wo wir merken, der kann ein Geschenk vertragen, dann... Und auch dieses Erz brauchen wir im Moment nicht. Dann kehren wir einfach irgendwo ein und holen uns das. Ist doch kein Problem. Salamanderbrosche. Ja, das könnte noch interessant sein. Das lassen wir mal. Und mehr als 6 Feuersteine, mehr als 10 brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal wieder genug Platz. Das sollte in Ordnung sein, würde ich sagen. Und die Bücher werden wir dann bei Zeiten, wie gesagt, dann mal lesen. Okay, dann hätten wir jetzt hier alles erledigt. Unser nächstes Ziel ist eigentlich der Geistliche, aber auf dem Weg liegt Odo. Und insofern schaue ich mal bei Odo vorbei. Ich wollte sowieso nochmal nach diesem merkwürdigen Hund gucken. Und dann werden wir mit ihm gleich mal ein Spielchen machen. Verflucht, ich hab Durst. Mal gucken. Diese ersten Spielerfahrungen, die waren ja sehr, sehr gut verlaufen. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Wo laufe ich lang? Ja, ja, genau. Ich laufe direkt zu Odos Haus. Perfekt. Das passt. So, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Nieswurz. Ach, Odo. Was macht der denn da? Odo ist draußen und repariert da irgendwas. Ja, was ist hier mit dem Hund? Da haben wir jetzt noch nichts Neues erfahren. Was macht der da? Ist das irgendwie ein Kompost? Nee, ist das ein Brunnen? Oder? Das könnte ein Brunnen sein, Odo. Man sieht es ihm gar nicht an, dass er so hämmern kann. Was habt ihr auf dem Herzen? Was ist das hier? Odo, es scheint, ihr wolltet Meister Gerwand betrügen. Was? Wann? Merzt es aus. Heuchler. Soltan sagte mir, dass ihr gerne würfelt. Was habt ihr auf dem Herzen? Ey, warte mal. Meister Gerwand betrügen? Verdammt, den... Story 2 habe ich jetzt irgendwie nicht mehr in Erinnerung. Werdet ihr mir bestimmt schreiben? Scheint jetzt keine so riesige Sache zu sein. Ich werde mit ihm trotzdem erstmal Poker spielen. Was, worauf spielt das an? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Also, spielen wir mal um... Na komm, gönnen wir uns mal 13. Mal gucken. Dann würfeln wir und wir würfeln... 1, 2, 3. Das ist fast eine Straße. Aber das ist halt so riskant, das dann immer einzusetzen. Oh mein Gott, der Gegner 3 gleiche. Also nee, wir gehen erstmal nicht mit. Boah. Wir haben nichts und müssen jetzt 29 setzen, um mitzuhalten. Nee, Leute, da passe ich. So, erste Runde verloren. Das ist nicht gut gelaufen. Jetzt verspiele ich unser ganzes schönes Geld. Das sind aber 3 gleiche für unsere Seite. Das ist doch schon mal in Ordnung. Wenn ich das richtig sehe, das hat der Gegner ein paar. Okay. Jetzt erhöhen wir mal. Na, was macht er? Er zieht mit. Okay. Ja, dann versuchen wir mal unser Glück. Würfeln hier nochmal. Ja, noch ein 4er. Ah, schade. Okay, das bleibt es bei 3 gleichen. Eieieiei. Was kommt da drüben raus? Oh, er würfelt 4 Würfel nochmal und hat... da haben wir ja
gerade so Glück gehabt. Okay, also drei gleiche ist mehr wert als zwei Paare. Ja, zwei gleiche, super. Dann würde ich sagen, erhöhen wir nochmal und mit ein bisschen Glück haben wir jetzt gleich unsere erste Partie gewonnen. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine 5 oder eine 6. Jawohl, das müsste es gewesen sein. Wow. Haben sogar ganz ordentlich gewonnen. Damit ist Odo erstmal abgehakt als Gegner. Hervorragend. Gut, dann machen wir uns weiter auf den Weg zum Geistlichen. Halt! Vorher können wir ja noch zum Jäger gehen. Fällt mir gerade ein. Wir haben ja die Bestie besiegt. Dort im Verlies. Das ist ja genau das, was er von uns wollte, was ich zuerst nicht kapiert hatte. Ich bin mal gespannt, was da nochmal rausspringt. Da wartet er schon auf uns, der königliche Jägersmann. So, ich habe eine gute Botschaft für dich. Seid gegrüßt. Ich habe die Bestie in der Gruft getötet. Was zum... So einen Ghoul habe ich noch nie gesehen. Hier, 200 Orens. 200? Ja, es war ja auch ein Allghul. Macht's gut. Prima, sehr schön. Damit ist diese Quest abgeschlossen. Offenbar gibt es so Spezialquests, die... Genau. Die nicht ins Logbuch eingetragen werden, ins Questbook, sondern erst abgeschlossen werden, wenn man sie dann tatsächlich geschafft hat, weil man diese, zum Beispiel diese Monsterziele erstmal finden muss. Finde ich auch ganz hübsch gemacht. Gut, gehen wir weiter. Auf dem Weg wird hier immer noch mal ein bisschen was eingesammelt. Und der Weg ist nicht weit. Dann gab es noch einen interessanten Kommentar. Und zwar ist es wohl so, dass in der ersten Nacht die Schankmaid, die ich ja vermisst habe, ich bin falsch, dass diese Schankmaid sich irgendwie nachts auf dem Weg ins Dorf macht. Und man kann wohl, ich weiß gar nicht, wie man das antizipieren soll, man kann sie wohl beschützen. Das haben wir nicht getan. Und dadurch ist sie wohl hier gestorben. Ich hab sie. Frauen. Das ist schon wieder so eine Bemerkung. Genau, Frauen. Sterben hier einfach so auf der Straße. Ja, und deswegen... Seid ihr ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken? Ja, wir sind ein ganz gefährlicher. Also deswegen gibt es keine Schankmaid mehr. Und deswegen können wir dort auch keinen Alkohol mehr kaufen. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, dass der Wirt selbst sich offenbar zu fein ist, dafür Alkohol zu verkaufen an uns. Naja. Wie lange denn noch? So, da sind wir gleich. Schöllkraut wartet hier noch auf uns. Da sind auch teilweise zwei dann sogar dabei. Auch ganz interessant. Okay. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Berberow auf jeden Fall nochmal mit. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Es gibt jetzt gleich zwei Dinge zu besprechen. Einmal wollen wir diese menschlichen Überreste hier begraben, was Leuwarden will. Und zum Zweiten geht es ja um diese ganz große Sache. Wir haben jetzt hier im Prinzip allen geholfen. Dann haben wir auch mit Abigail gesprochen und irgendwas ist ja hier... Ja, irgendwie haben die Bewohner hier der Gegend ja offenbar durch ihr Verhalten sind sie die Ursache des Problems. Nee, schnell ist hier gar nichts. So, erstmal machen wir das mal hier. Ich möchte gerne einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Mhm. Ich sollte den Händler im Gewölbe der Kapelle begraben, okay. Könnte das hier noch gefährlich werden? Oh.
Und diese Kapelle hat ein Gewölbe? Ja, tatsächlich, da geht's runter. Da ist ein Altar, den gucken wir uns aber vorher mal an. Okay, Weißwein steht da drauf. Naja, gut, dann gehen wir mal runter. Treppe nach unten. Da ist ein Sarkophag, tatsächlich. Gott sei Dank ist hier auch eine Fackel. Mal schauen. So, dann legen wir die verfallenen menschlichen Überreste dort rein. Ein bisschen ein merkwürdiger Ort, ehrlich gesagt. Uah! Was ist denn das? Kennt ihr mich noch? Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die andere ist... Der Tod, genau. Das erinnere ich mich daran, das kommt in einer der Kurzgeschichten vor. Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein dort oft wiederholtes Sprichwort. Ist das die weiße Jagd? Wir sagen Tod. Tod. Ich folge euch und warte darauf, dass ihr einen Fehler macht. Das ist nicht alles. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich werde die Salamandra finden und mein eigenes Schicksal erfüllen. Ich werde warten, Wolf. Aendrion! Wasser auf Leo! Tuffle! Ihr verspottet das Schicksal. Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Okay. Oh, das ist Leo. Was? Der greift uns an? Oh mein Gott. Jetzt hätte ich mal Geisteröl haben sollen. Ach, verdammt. Die Schläge funktionieren jetzt anders. Daran habe ich mich noch nicht so viel gewöhnt. Ich breche das immer ab. Der zweite Schlag geht immer länger. Jetzt. Okay, jetzt habe ich es jemand durchgebracht. Wow! Wundert mich, dass Geister bluten, aber was ist hier passiert, Leute? Die Toten machen uns Vorwürfe. Und was war das für ein Wesen, was uns hier angesprochen hatte? Das kannte uns offenbar. Okay, Leo hat einen roten Meteorit dabei. Sehr gut. Das heißt, der zweite schon in unserem Besitz. Und irgendwas ist hier dazugekommen. König der wilden Jagd. Ach, okay. Der König der wilden Jagd erschien wieder. Wieso wieder? Hier ist er noch nicht erschienen. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass er... in dieser Geschichte schon erschienen ist. Vielleicht in der Vorgeschichte. Er stellte mir einige rätselhafte Fragen. Ich bin mir sicher, dass er mir bald wieder begegnen wird. Ich habe Leos Gesicht wiedergesehen, diesmal an einem Geist. Das erinnerte mich an mein Versagen in den Katakomben von Kaer Morhen. Okay. Das war ja sehr, sehr mysteriös. Noch irgendwas Neues dazugekommen? Ich glaube nicht. Nun gut, dann... Warte mal, dann esse ich erstmal was. Essen wir erstmal ein bisschen Fisch nach dieser Aufregung. Bin mir nicht sicher, ob wir... Vielleicht müssen wir auch einen Trank nehmen. Mal schauen, wie weit wir mit dem Essen kommen. Wir müssen mit dem Geistlichen natürlich noch weiter reden. Wir sind ja noch nicht fertig. Das wäre erst die eine Sache, die wir hier erledigen wollten. So, da fegt er wieder fleißig. Sprecht, schnell. Genau. Thematisieren wir erstmal, dass wir jetzt allen geholfen haben. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt.
Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Genau, und wir wissen aber inzwischen schon, wie diese Bestie hierher gekommen ist. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orens. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Okay. Ich muss das Problem mit der Bestie lösen, bevor ich... Müssen wir nochmal gucken. Okay, also die Salamandra scheinen jetzt hier Priorität zu haben. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Gucken wir uns das nochmal an. Also... Ich hatte die richtige Nase. Die Dörfler wussten, wo das Versteck der Salamander ist. Die Banditen scheinen Schutzgeld von den Leuten hier erpresst zu haben und aus irgendeinem geheimen Grund haben sie ihnen auch die Kinder weggenommen. Das Hauptquartier befindet sich nicht im Umland, aber ich habe das Gefühl, dass ich es mit einer großen und gut organisierten Gruppe zu tun bekommen werde. Jetzt muss ich erst einmal in das Salamandra-Versteck in einem der verlassenen Häuser hineinkommen. Okay, das ist wahrscheinlich eines der Häuser, die bislang verschlossen waren. Verstehe. Die Spur der Salamandra. Der Geistliche sagte mir, wo sich das Versteck befindet und dass ich den Schlüssel dazu im Gasthaus finde. Ich muss dorthin gehen. Machen wir. Der Geistliche versprach sich, um das Problem mit der Bestie zu kümmern. Es wird Zeit, dass ich mich mit den Salamandra befasse. Ich sollte die restlichen Aufgaben erledigen. Wartet mal. Also befassen wir uns erst mit der Bestie. Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Da gibt es ja, glaube ich, jetzt gar keine Möglichkeit. Ohne den Geistlichen wird das nicht weitergehen. Okay, das heißt, Gasthaus ist das nächste wichtige Ding. Aber ich will vorher hier noch etwas erledigen. Und zwar als erstes würde ich gerne nochmal da unten in diese Höhlen unter die Mauern gehen, hatte ich ja gesagt, um zu gucken, ob unsere neuen Kenntnisse der Kräuter und Pflanzen dort zu etwas führen. Also, dass wir vielleicht dort noch was Neues finden. Sollte hier nicht Mikol jetzt auch heute sein? Also offenbar nicht. Mit dem will ich auch noch ein Spielchen machen. Mal sehen. Und dann gibt es noch was auf dieser Seite zu erledigen, bevor wir dann zurück zum Gasthaus laufen. Aber das machen wir hier nochmal. Okay, bin mal gespannt. Ich hoffe, die sind nicht nachgewachsen hier, diese widerlichen Viecher. Gott sei Dank nicht. Oh doch, sie sind wieder da. Ernsthaft? Nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Alles klar, das Thema hat sich erledigt. na toll, gut. Aber... ich habe nichts gesehen. Also ich hatte eben hier Alt gedrückt. Damit wird einem das ja angezeigt, was in der Nähe ist. Mir schien dort nichts zu sein. Ich glaube, da verpassen wir nicht viel. So, ich habe auch immer noch kein volles Leben. Ich denke aber, ich werde jetzt erstmal nochmal weiter essen. Erstmal noch keinen Trank nehmen. Was ich nämlich noch machen möchte. Ich möchte hier links nochmal abbiegen. Denn, also zweierlei. Ich will einmal hier das
Poker, Würfelpoker hier nochmal machen, um einen zweiten Sieg zu erringen. Und zum Zweiten, und das ist jetzt eine grundsätzlich wichtige Angelegenheit, die ich hier nochmal thematisieren möchte. Ich wurde darauf angesprochen, ich habe ja aus rollenspielischen Gründen hier eine Quest abgelehnt, nämlich dieses Päckchen wollte ich nicht liefern. Nach wie vor glaube ich, dass Geralt das auch normalerweise nicht tun würde, aber ich wurde zu Recht darauf hingewiesen, das prasselt fast wie Schläge. Ja, ich wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass die Entwickler gerade auch in solchen Quests einiges verborgen haben, dass das Folgequests auslöst und Zwischensequenzen interessante Geschichten, neue Figuren, die wir kennenlernen, die den Hintergrund der Welt mitbeleuchten. Und ich gebe zu, die Hand vor Augen nicht. Das wäre wirklich schade, wenn wir das nicht miterleben würden. Insofern werde ich, wenn es nicht irgendwie ganz krasse Fälle sind, sämtliche Nebenmissionen auch immer annehmen und nur innerhalb der Mission, wenn es darum geht, wie wir uns entscheiden, versuchen, möglichst rollenspielerisch adäquat zu reagieren. Das wäre jetzt so meine Strategie. Insofern gehen wir da jetzt nochmal hin und sagen ihm doch zu. Es schüttet. Ich hoffe, er ist hier noch. Da ist er. Hexer! So, zweierlei. Genau. Warte mal, und ach so, das ist das. Ah ja, ja, das ist wegen des Spielens, aber erstmal diese Geschichte. Gibt es noch etwas für. Das kennen wir ja schon, ja. Gebt mir das Paket. Ich liefere es ab. Coleman wird euch entlohnen. Okay, jetzt zum Thema Würfeln. Unser gemeinsamer Freund Soltan schickt mich. Also, hat er euch auch am Haken? Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Schlimmer als Fischstech. Entspannt euch. Ich spiele nur, wenn ich das auch will. Das sagen alle. Also sollen wir? Na los. So, starten wieder mit 13. Heiße Kartoffel heißt die Quest. Ich muss im haarigen Bären das Päckchen abgeben. So, gegen Harren spielen wir jetzt und würfeln. Das müssen wir jetzt so lange machen, bis wir gewinnen. Ne? Das ist ganz klar. Was ist das? Zwei Pärchen? Nee, er hat es nochmal. Er hat es nochmal gedreht, oder? Nee, doch, wir haben zwei Pärchen. Das ist doch schon mal gut. Da würde ich sagen, gehen wir einmal hoch. Und würfeln erneut diesen Würfel. So, 6 oder 3? Nein. Mal gucken, ob er mehr bekommt. Ah, verdammt. Okay. Er hatte 3 gleiche, das war Pech. 1100 haben wir übrigens. So, was ist das? Ein Paar. Das ist nicht so dolle. Leute. Der Gegner hat jetzt schon 2 Paare. Ich riskiere es mal. Mal gucken, ob er hochgeht. Mal gucken. Ich würfle 3 Würfel. Mal sehen, was daraus wird. Eine 4. Das sind auch 2 Paare. Ich glaube, er hat höhere, ne? 6 und 4. Ja, verdammt. Ja, das sieht so aus, als ob wir unser erstes Spiel verloren haben. Mhm. Wir müssen weitermachen. Es ist eine Sucht. Vielleicht sollte ich nicht zu viel Geld einsetzen. 1, 2, 3. Das ist nur ein Paar. Der Gegner hat schon wieder 2 Paar. Was ist denn das hier? Okay. Okay. Ja. 3 gleiche ist besser als 2 Paare. Mhm. Prima. Sehr schön. Vielleicht haben wir jetzt Glück. 1-0 für uns. Das Spiel ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Muss man mal dazu sagen. Der Gegner hat Full House. Ne, ich würde sagen, da passen wir jetzt mal direkt. Da haben wir keine Chance. 1-1. Jetzt geht's um die Wurst. Das ist doch mal ein Wurf. 4 gleiche, Leute. Das kann gar nicht schief gehen. Ich denke, er passt, ne? Ja.
Egal, das Wichtige ist, wir haben gewonnen und nicht allzu viel Geld verloren. Sehr schön. Das heißt, jetzt ist nur noch Mikal, den wir hier abzocken müssen. Die Frage ist, steht er hinten am Tor? Bin mir nicht ganz sicher. Wird das auf der Karte eingeblendet? Kaufmannstor. Hat er nicht irgendwas gesagt vom Müllertor, dass er am Müllertor steht? Er war so. Leben. Da müssen wir jetzt einfach nochmal hinlaufen. Oder es ist schneller, wenn wir da hinlaufen und wieder zurücklaufen. Ah, schwierig. Na, ich laufe mal dahin. Ja, in dem Spiel gibt es, glaube ich, hier und da ganz schön Gerenne. Das müsst ihr ein bisschen mit ertragen. Aber das Gute ist, ihr könnt ja bei YouTube jederzeit vorspulen, während ich das nicht kann. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir hier langlaufen. Ah, wisst ihr was? Wir kommen von dort nicht runter, ne? Ich Depp. Wir kommen von dort nicht hin. Das sehe ich doch jetzt schon, dass das nicht geht. Okay. Ja, dann ist jetzt der Moment für euch zum Vorspulen gekommen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Ereignisse sich so entwickeln, dass wir möglicherweise gar nicht mehr die Gelegenheit haben zu spielen. Und das wäre doch schade, wenn wir das hier verpassen würden. Auf jeden Fall, wir können jetzt schon mal ein bisschen nach vorne denken. Der nächste Schritt wäre dann zurück ins Gasthaus zu laufen, um dort erstmal mit Leuwarden zu sprechen, ihm zu erzählen, dass wir die Leiche beerdigt haben und dann den Schlüssel für dieses Haus zu organisieren, damit wir die Salamandra überraschen. Das ist, glaube ich, die nächste Aktion. Und alles Weitere, das wird dann irgendwie so passieren, denke ich mal. Also hier steht er auch nicht. Hier waren wir ja vorhin. Aber ich kann hier rechts runter und wir sind auch gleich am Mühlentor. Wir werden sehen, was dort auf uns wartet. Ja, tatsächlich. Er hat wahr gesprochen, er steht hier sogar alleine. Interessant. Aha. Aha. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre. Ganz ruhig, Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Sultan. So, so. Ihr habt also eure Würfel verbrannt. Ich glaube, ihr lügt. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Sultan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei. Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Ja, ja, deswegen bin ich hier. So, 10 setzen wir. Ja, es ist knapp an der Straße vorbei, aber meistens zu riskant. Ich denke, wir machen einfach mal weiter, ohne groß was zu setzen. Jetzt müssen wir nur Glück haben. Ja, 2 Pärchen, immerhin. Mal gucken, ob er das auch hinkriegt. Ah, verdammt, Full House auf seiner Seite. Oh Gott, okay. Jo. Ein Pärchen. Auf seiner Seite 2. Wir riskieren es mal. Ich setze nichts, aber wir machen natürlich weiter. Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass wir 3 gleiche kriegen. Ah, 2 Pärchen. Ich glaube, die sind besser als seine 2 Pärchen. Aber das ist ein Glückspilz, ja unglaublich. Okay, er hat das gewonnen. Gut, liebe Leute, passt auf, ich mache Folgendes. Wir werden an dieser Stelle dieses Video beenden. Ich werde hier der Spielsucht noch weiter frönen und so lange hier mit Mikul würfeln, bis ich gewonnen habe. Und dann gehe ich mit euch gemeinsam, oder vielleicht mache ich das auch schon ohne euch. Ist ja einfach nur wieder Rennerei. Dann sehen wir uns vermutlich am Gasthaus beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.